Hallo zusammen und willkommen zu diesem Excel-Video. Ja, keine Woche ohne Excel-Video. Soll das so bleiben? Sagt mir mal Bescheid, ob ihr das entsprechend auch weiterhin sehen möchtet oder nicht. Vielen Dank dafür schon mal. Und jetzt zum eigentlichen Thema heute. Und zwar hatte ich ein Video erstellt ungefähr vor einem Jahr oder so und da ging es darum, eine Liste von Zahlen zu erzeugen und zwar ohne Duplikate. Ja. Das Problem war, dass in dieser Lösung theoretisch ein mehr als die gewisse Anzahl von Zahlen, die wir haben wollten, erzeugt wurden. Ja, also, da mussten wir theoretisch auf beispielsweise 25 Werte gehen, wenn wir nur 10 eindeutige Werte haben wollten. Ja, also, ähm, überspitzt formuliert, es war eine Lösung, die nur so halbwegs funktioniert hat. Und jetzt habe ich äh, auf eine Frage, einen Kommentar entsprechend nochmal nachgeschaut, ob es nicht eine bessere Lösung gibt. Und genau da sind wir heute, und zwar bei dieser Lösung. Also, hier war meine Anfrage, ich möchte Werte, und zwar 10, eindeutige Werte, zwischen 10 und 30 erzeugen. Und das kam dabei raus. Also, ihr seht, das sind genau 10 Werte. Also, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja? Und die sind zufällig generiert. Also, beispielsweise, gerade auch, weil die Formel noch drin ist, wenn ich einen Doppelklick drauf mache und das Ganze bestätige, dann seht ihr gleich, dass sich die Zahlen verändern. Aber nach wie vor, wir haben hier eindeutige Werte. Also, wie funktioniert das Ganze? Das ist etwas komplizierter, aber wir verschachteln hier einfach mehrere Funktionen. Und äh, bevor ich äh, euch die Lösung zeige, möchte ich noch einen Hinweis geben. Und zwar, so wie ich es verstanden habe, geht diese Lösung nur in Excel 2021, glaube ich, und in Excel 365. Also, wenn ihr diese Version nicht habt, dann probiert es trotzdem gerne mal aus und sagt mir, ob das tatsächlich stimmt. Und das hilft bestimmt auch anderen Leuten weiter, wenn ihr es in die Kommentare reinschreibt. So. Also, wie funktioniert diese Lösung? Dafür brauchen wir auch Funktionen, die ich persönlich nicht so häufig verwende. Und eine davon ist die Index-Funktion. Also, Index, entsprechend, sieht auch hier, die braucht eine Matrix und Zeile und optional auch eine Spalte. Jetzt packen wir hier zunächst mal eine Funktion rein, die wir brauchen, nämlich die Eindeutig-Funktion. Die hatte ich auch in meiner letzten Lösung drin und die ist relativ äh, einfach erklärt. Sie gibt halt eindeutige Werte zurück. Also, sie entfernt quasi Duplikate. So, und das brauchen wir auch, weil wir möchten ja hier in dem Fall eine Anzahl von Werten erzeugen, die eben keine Duplikate erhalten. Jetzt ist das Erste, dass wir hier entsprechend eine Zufalls- und jetzt eben wichtig, wir können hier die Zufallsmatrix auswählen, also die Anzahl, äh, ein Ray von Zufallszahlen zurück, das brauchen wir. Und jetzt müssen wir halt die Zeilen äh, definieren. Und hier müsst ihr jetzt Folgendes tun, ihr müsst quasi sagen, wie viele Zufallszahlen möchte ich haben. Also, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt hier, dann nehmen wir noch ein gutes Beispiel, ja, ich sage jetzt hier einfach die Lottozahlen, warum auch immer, ja, das ist mir gerade so eingefallen. So, dafür brauche ich ja, jetzt muss ich überlegen, sechs Zahlen eigentlich plus die Superzahlen, ja? das ist dann wieder so eine eigene Geschichte, äh, wobei man diese Formel auch zweimal ausführen könnte, aber ich nehme jetzt einfach mal sechs, okay? Sagen wir mal, ich brauche jetzt hier sechs Zahlen, also sechs Zufallszahlen quasi, und äh, dann entsprechend hier die Spalten, ich brauche nur eine Spalte, ja, das ist ja auch hier der Fall, also für meine Matrix selber, Zufallsmatrix, brauche ich ja plus diese eine Spalte. Ja, aber ansonsten könnten wir natürlich auch einen ganzen Bereich jetzt hier erzeugen. Aber das brauchen wir nicht. Und äh, was ich jetzt hier haben möchte, ist eben für diese eine Spalte hier. Ähm, so. So, eine Spalte. Jetzt können wir hier als nächstes eben das Min und das Maximum angeben. Mal ganz zurück hier. So, und jetzt wichtig, jetzt kann ich eben hier beispielsweise, sind wir wieder beim Lotto, eben das Minimum wäre jetzt hier zum Beispiel 1. Und der höchste Wert, der erzeugt werden soll, theoretisch ist dann die äh, 49 mal als Beispiel. Ja? Also, das funktioniert so. Ihr gebt Anzahl äh, an, wie viel Zahlen möchtet ihr haben. Und da habe ich was vergessen. Und zwar, wir müssen das eben äh, quadrieren, also beziehungsweise ähm, potenzieren. Also hoch 2 rechnen. Ja? Und jetzt eben den, äh, in dem Fall äh, eine Spalte. Genau. Und jetzt eben hier den kleinsten Wert, hier den größten Wert, also 1 und 49. Und dann eben hier äh, das Ganze noch entsprechend hier auf wahr setzen, weil wir möchten ja ganze Zahlen haben, keine Dezimalzahlen. Wenn ihr Dezimalzahlen braucht, könnt ihr es auf falsch setzen. So, es sollen Ganzzahlen sein dazwischen. Und jetzt schließen wir die beiden Sachen hier und sagen jetzt am Schluss noch eben ähm, für die Zeile hier, dass wir hier die Sequenz nehmen. Sequenz. Weil Sequenz ist ein, äh, eine Funktion, die quasi dieses Array spillen, nennt man das im Englischen. In Excel heißt das so. Also letztendlich hier, dass diese Formel eben nur in dieser einen Zelle drin steht, aber dann eben automatisch auch auf diese Zellen, in dem Fall 6 bei uns, hier sind es halt 10 als Beispiel, dann eben nach unten auch ausfüllt. Und deswegen jetzt hier die Sequenz. Und dann eben die Sequenz selber entsprechend. Und das ist halt die Anzahl. Und das sind jetzt hier entsprechend 6. Also müsst ihr wieder denselben Wert nehmen, den ihr hier habt. So. Und dann können wir das Ganze schließen hier. Die Sequenzfunktion. Und dann auch noch die Indexfunktion schließen. Und jetzt erzeugen wir Trommelwirbel die Lottozahlen für heute, den 1. Juli 2023. Gut. Später können wir uns mal anschauen, ob das tatsächlich geklappt hat. Das, dafür lege ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer. Aber probieren wir es jetzt mal aus. Ich führe es mal aus. So, und ihr seht, jetzt haben wir hier eben sechs eindeutige Zahlen, ja, weil das unser Wert war quasi. Ihr seht auch hier, die zweite Zelle ist hier schon ausgekraut, das ist eben dieses erase billen was man es hier nennt, auch was die Sequenzfunktion hier macht. Aber jetzt haben wir hier eben unsere eindeutigen Zahlen. Und ihr seht, über diese Lösung bekommen wir genau so viele Zahlen, wie wir haben wollen. Das ist das Erste. Also wir müssen nicht einen größeren Bereich definieren, wo wir dann vielleicht weniger erhalten, sondern wir behalten immer genau so viele, wie wir brauchen. Und es sind immer Zahlen ohne Duplikate. Also das ist auf jeden Fall die Lösung, die ich jetzt hier aus dem Hut zaubern konnte und die hoffentlich auch den einen oder anderen von euch dann weiterhelfen. Ja. Wenn die Zahlen natürlich jetzt stimmen, die ich jetzt hier gerade sehe, dann werden sie vielleicht ganz vielen von uns weiterhelfen. Na, so viel dazu. Gut, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr auch in Zukunft Excel-Videos sehen wollt, dann sagt mir das bitte. Dann weiß ich zumindest, dass das auch was ist, was euch interessiert. Und falls nicht, dann sagt mir eben, was ihr stattdessen gerne sehen wollt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, freue ich mich jetzt über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es auch noch nicht getan habt, dann würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch den Kanal unterstützt und einfach hier ein Abonnement da lasst. Vielen Dank dafür, bleibt gesund, ein schönes Wochenende und dann hoffentlich bis zum nächsten Video.